Und weiter geht's, hier zurück. Nach Flotsam, Triss wird verfolgt. Und was ist hier bitte passiert? Oh mein Gott, hier war wohl eine richtige Schlacht. Und Vennon ist auch hinter uns. Ihr wisst ja, dass wir in der letzten Folge den wahren Königsmörder gefunden haben. Aber jetzt wird's wirklich übel, denn der wahre Königsmörder will mit Triss Hilfe, natürlich mit Zwang, mit einem Portal entkommen. Und den müssen wir natürlich da irgendwie stoppen. Na, ob das uns gelingt? Und ich hoffe, er kommt jetzt. Wettlauf mit der Zeit. Folge Roche und rette Triss. Aber Roche bewegt sich gerade gar nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum. Er sollte sich langsam bewegen. Vielleicht muss ich ja hinter ihm her sein. Es muss ja irgendetwas davon stimmen. Geralt, was ist denn? Jetzt, da wir Jorvet haben, wird sich alles ändern. Na toll. Mach hinne. Unglaublich, unglaublich die Atmosphäre, wirklich. Wenn ich so überlege, dass ausgerechnet die Unschuldigen wieder dran glauben müssen. Autsch. Verdammte Hacke. Oh Gott, Ertrunkene, oder? Nein, Neckerkämpfer. Oh mein Gott. Nix da. Na, genug Feinde haben wir hier genug. Definitiv. Und das Repetitio genug, was ich vorhin gesagt habe, meine ich auch genug. Verdammte Drecksmonster. Das war... Ach du Scheiße. Es reicht. Er hat Wurfmesser. Wie geil ist das denn bitte? Müssen wir gegen die kämpfen? Renn doch einfach weiter. Wir haben es eilig, Roche. Beeilung. Heiliger Bimbam. Nur mal keinen falschen Alarm, Hexer. Schnell. Und die Wachen schlafen auch wohl immer. Was ist denn hier passiert? Welch triumphaler Einzug. Es lebe Geralt! Es lebe Vernon Roche! Auf eure Gesundheit, werte Herren! Und auf Temerien! Offenbar haben wir dem Kommandanten den Grund für ein Festmahl geliefert. Öffnet die Fässer mit den besten Weinen! Bratet Ferkel am Spieß! Dies ist ein Festtag! Amüsiert euch, ihr Herren, heute zahle ich! Auch wenn die Schankwirte und Huren heute sowieso keinen Groschen von euch nehmen. Unserem Helden zur Gesundheit! Trink, Hexer! Ein andermal. Ein andermal. Wie unpassend von dir. Aber bitte. Leb wohl, Vernon. Leb wohl. Mach dir keine Sorgen um unseren Gefangenen. Wir kümmern uns gut um ihn. Ich hoffe es. Ich muss Triss wegnehmen.
Vielleicht wird Rittersporn etwas über sie wissen. Oh mein Gott. Und Gerald würgte die Bestie mit der Silberkette, dass ihr die Augen hervortraten. Das Untier hauchte sein Leben aus. Das ist durchaus nicht die beste Geschichte, aber meine Kehle ist ein wenig trocken. Oh mein Gott, Rittersporn erzählt etwas über uns. Der Poet. Und da ist er selbst. Verehrte Damen, werte Herren, dies ist Gerald von Riva. Was hatte ich für Angst um dich? Auf ein Wort, Rittersporn. Gerald, du bist der Held von Flotsam. Hier, trink. Loredo, gib einen aus. Jetzt nicht. Später. Nicht mal mit mir willst du trinken? Ich muss Triss finden. Hast du sie gesehen? Triss? Ach Mensch, das hatte ich völlig vergessen. Sie ist bei Sheila in der Wirtshauskammer. Das Megaskop ansehen, oder wie das heißt. Und noch eins auf die Schönheiten. Die Schönheiten müssen warten. Ich brauche dich jetzt. Komm mit. Zum Glück habe ich den Schlüssel zu Sheilas Gemach. Ich muss zugeben, die Frau des Schankwirts ist außerordentlich flink für jemanden ihrer Körpergröße. Komm! Aber Dali, los! Sei gegrüßt! Ich hoffe, Triss geht's natürlich gut. Wo könnte sie nur stecken? Blut. Mir schwant Übles. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Sehen wir nach. Vielleicht sagen uns die Spuren was. Oh oh. Der Mann hier auf dem Boden, der musste wirklich dran glauben. Wer das auch war. Sheilas Leibwache. Genickbruch. Wunden hat er keine. Das ist nicht sein Blut. Triss ist rein, hat dem Leibwächter den Hals umgedreht und sich anschließend verletzt. Nee, das ist Quatsch. Detektivmodus, würde ich sagen. Wäre ja gut, wenn ich jetzt hier wieder wie in Batman, Arkham City oder auch generell in den Batman-Teilen natürlich hier meine Detektivmodus-Sicht hier einschalten könnte. Und da haben wir was gefunden. Eng beschriebene Nachricht. Notiz von Sheila de Tancarville über den Kairan. Es ist zweifelsfrei ein Kairan, dasselbe Geschöpf, von dem die Berichte bereits vor Jahren kundeten. Das Angebot des hier ansässigen Buchhändlers war überraschend groß. Ich habe auch einen Lokaltermin vorgenommen. Das Ungeheuer ist größer als ich, dachte ich. Wahrscheinlich bin ich im Zweikampf nicht gewachsen. Es sei denn, ich vertiefe meine Studien. Aber dafür fehlt mir die Zeit. Der Hexer? Ach so, ich glaube, sie war das dann wirklich nicht. Weil wir haben ja als erstes gedacht, dass diese Sheila den Kairan erschaffen hat, weil das ja eine magische Bestie ist. Interessante Information. Was liegt denn hier alles auf dem Boden, bitte? Rittersporn, sieh mal. Was ist denn das? Das ist ein Guckloch. Da drüben ist das Bordell. Vielleicht hat die Puffmutter gesehen, was hier passiert ist. Komm. Oh Gott. Geh zum Bordell über der Schenke. Die 8000 Orens vom König sind wohl der Finanzkrise zum Opfer gefallen. Wer zur Hölle? Mit wem sollen wir denn reden, bitte? Wo ist denn die Puffmutter? War das sie hier? Rittersporn, ihr habt Glück. Heute ist es umsonst. Aber zu zweit werdet ihr wohl was bezahlen müssen. Dere, das ist der Hexer Gerald. Wir wollen nur mit dir sprechen. Sag uns, wer in der letzten Zeit in dieser Kammer war. Garvena und ich. Garvena? Die Puffmutter. Was wollt ihr wissen? Triss Merigold, die rothaarige Zauberin. Sie war in der Kammer nebenan. Weißt du, was mit ihr geschehen ist? Wir haben nicht... Ich weiß nichts. Ich fürchte mich. Brauchst du nicht. Sei so gut und erzähl uns alles, was du mitbekommen hast. Du hast doch durch das Guckloch geschaut.
Garvena war irgendwie beunruhigt wegen des Festes. Sie hat die Mädchen angewiesen, kostenlos zu arbeiten. Sie hat mich mit in die Kammer genommen und wir haben uns... Ich war schon kurz davor. Da haben wir etwas durch die Wand gehört und Garvena hat durch das Loch geguckt. Da war diese Zauberin mit Cedric. Cedric? Bist du sicher? Ja, nach ein bisschen Geschubse hat Garvena mich auch gucken lassen. Die Zauberin sagte, sie wolle sehen, mit wem die Eiskönigin zuletzt gesprochen hätte. Sie trat vor den Spiegel, sie flüsterte was, es blitzte und ein grässlicher Kerl erschien vor dem Spiegel. Wie sah der aus? Wie eine Echse. Eine hungrige, alte Echse. Ich weiß nicht. Die Zauberin schien zu staunen und der Echsenmann sagte, »Was bist du denn so weiß, Merigold? Hast du ein Gespenst gesehen?« Er grinste. Sie sagte... Ein Dildo? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Warum so blass, Merigold? Ein Gespenst gesehen? Was ist los? Sei gegrüßt, Detmold. Mit wem hat Sheila zuletzt gesprochen? Ihr spioniert euch gegenseitig aus. Das wusste ich noch gar nicht. Worüber willst du reden? Wo oder was führt Henselt im Schilde? Was wollte Sheila von dir? Verrätst du mir, worüber du mit Sheila gesprochen hast? Warum sollte ich? Weil du Sheila hasst, mich dagegen bloß nicht leiden kannst. Weil du keine Gelegenheit auslässt, ihr in den Rücken zu fallen. Tja... Sheila will mich aus dem Sattel heben, ist scharf auf meinen Platz an Henselts Seite. Wie will sie das machen, wenn Henselt Zauberinnen hasst? Henselt hat seinen Sohn verloren und nun kann er keinen Nachfolger zeugen, hat Jugend und Spannkraft hinter sich. Sheila hat ihm einen Nachkommen versprochen. Sie könne ihm ein Kind garantieren, er müsse nur eine kräftige junge Frau finden und siehe, dann... Ich weiß, wie man Kinder macht. Wenn du beweisen kannst, dass sie lügt, werde ich mich höchst erkenntlich zeigen. Kann ich nicht. Du dürftest also in Schwierigkeiten sein. Immer langsam. Noch sitze ich im Sattel. Noch natürlich. Was führt Henselt im Schilde? Was plant Henselt? Haben sie dich mit dem Klammerbeutel gepudert, Merigold? Sei froh, dass ich überhaupt mit dir rede. Ich muss es erfahren. Hilf mir, Detmold. Ich werde mich revanchieren. Womit? Du weißt gar nichts. Und gefallen tust du mir auch nicht. Oh Gott. Eines Tages sehen wir uns wieder. Oder möchtest du etwas Interessantes über Philippa erfahren? Aber machen wir mal das Untere. Wir sehen uns wieder. Ohne König, hinter dem du dich verstecken kannst. Merigold, ich warte mit Ungeduld. Und ich versichere, dass ich mich nicht verstecken werde. Wusstest du, dass Philippa Redanien den Rücken gekehrt hat? Ja, in der Tat. Wo ist sie jetzt, weißt du es? Ja. Beantworte mir jedoch zuerst eine Frage. Gut. Eine Frage von dir gegen eine von mir. Was weißt du über die Anschläge? Was führt Henselt im Schilde? Was verlangt Sheila für das Medikament? Eine Frage. Nehmen wir mal das mit Henselt. Wie sehen Hensels politische Pläne aus? Das ist unverschämt, Merigold. Aber versprochen ist versprochen. Henselt will Edirn das Pontartal entreißen und bei der Gelegenheit den Grünschnabel Stannis zwingen, ihm den Lehnseid zu leisten. Fürst Stannis? Demavents Erben? Genau. Edirn um das Pontartal ärmer wird ein von Cadwen abhängiges Fürstentum. Du bist dran. Philippa ist in Vergen. Das ist ein Städtchen an der Grenze von Edirn und Cadwen. Ich weiß sehr gut, wo das ist. Dort haben sich die Reste von Edirns Armee versammelt, unter der Führung eines Mädels, das angeblich einen Drachen getötet hat. Was ist das für ein Mädchen? Sie führt einen bunten Haufen von Bauern, verarmtem Adel und Anderlingen an. Sogar Fürst Stannis muss mit ihr rechnen. Aber das heißt nichts. Henselt überrennt sie und treibt sie mit Peitschen auseinander. Was macht Philippa dort? Du weißt zu wenig, Detmold. Es lohnt nicht, mit dir zu reden. Leb wohl. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Okay, was ist aber mit Triss geschehen? Das müssen wir natürlich alles wissen. Was ist mit Triss und Cedric passiert? Weiß ich nicht. Garvena hat geguckt.
Aber es klang furchtbar. Geschrei, Lärm. Gawena hat das Kuckloch verhängt. Bleich war sie. Hat gesagt, ich soll schweigen. Wir saßen einfach nur da, bis alles still war. Dann gingen wir. Gawena verschwand in ihrer Kammer. Hab sie nicht mehr gesehen seitdem. Aber Cedric habe ich gesehen. Er ist durch die Gasse gehinkt, zum Wald. Ritter Sporn, du wartest hier. Ich gehe Cedric suchen. Und Gawena? Richtig. Sehen wir nach. Das ist Cedrics Blut. Ich werde ihn finden. Oh mein Gott. Folge den Blutspuren, um Cedric zu finden. Der Trank Katze könnte sich als behilflich erweisen. Und das mache ich jetzt natürlich. Tränke einnehmen, wo ist Katze? Tada! Okay, trinken. Einen kleinen Schnaps. Vielen Dank. Oh mein Gott, jetzt kann ich natürlich sehen, wo die Fußspuren mich hinführen. Und es dauert jetzt circa 5 Minuten. Wie geil ist das denn bitte? Okay, hinterher. Die Blutspuren gehen hier hin. Und dann hier lang. Dann wohl raus in den Wald. Beeilung. Für Festlichkeiten haben wir jetzt gerade keine Zeit. Und glücklicherweise habe ich ja diese Tränke noch gehabt. Ich habe die ja gar nicht benutzt. Wo bist du? Langweilt, was? Und wohin jetzt? Ach, hier hinten lang, okay. Du bezahlst für unser Blut, Hexer. Auf ihn! Oh Gott, was machen die denn hier? Die Scoia'tael. Stopp. Ach du Scheiße. Der ist hier weitergegangen, okay? Und dann? Ach du Scheiße. Ich muss zurück auf den Weg. Fuck. Das wird eine schwere Suche. Hier waren gerade Scoia'tael, die muss ich ausschalten, glaube ich. Da sind sie schon. Nixer! Und das! Und du auch. Stier! Ach du Scheiße! Na gut, und wohin jetzt? Nicht, dass er etwa hier hochgegangen ist? Wo soll der hingegangen sein, bitteschön? Das wird eine schwere Suche. Blutspuren. Oh mein Gott. Einen Moment, gehen wir mal wieder zurück hier. Netzstöbern, komm, machen wir auch mal. Was war das? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich verbrenne. Aber halb so wild. Okay. Wir sind hier lang gegangen. Dann können wir normalerweise rechts gehen. Dann links. Dann hier eventuell wieder links. Und jetzt könnten wir theoretisch versuchen, hier mal weiterzulaufen. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ah. Die Scoia'tael. Dieser Bauer führt mich nicht mehr zu Cedric. Scheiße. Er wird langsamer und schwächer. Kann nicht weit sein. Oh Gott. Vielleicht hier hinten? Nein. Der Weg ist falsch, glaube ich. Ich glaube, hier hinten etwas. Hier rechts eventuell. Er blutet stark. Ich muss mir da. Oh mein Gott. Hier auch nicht? Ach du Scheiße. Wo ist der bitte lang gegangen?
Na, die Spuren sind schon ein bisschen heftig hier. Ich weiß nicht genau, wo ich lang gehen muss. Ich trinke mal noch einen Trank. Komm schon. Noch ein Schnaps schadet nicht. Ich hoffe, das hat was gebracht. Sieht nicht so. Doch, es bringt was. Ich wollte schon sagen, es bringt nichts. Okay, hier ist wohl nichts passiert. Dann ist, kann es eigentlich nur sein, dass er irgendwo hier reingelaufen ist. Irgendwo hier rein. Scheiße. Nix da. Ah, hier gibt's viele Fallen, aber das macht mir nichts aus. Gerade überhaupt nicht. Wo ist Cedric? Wo könnte der nur sein? Es kann vielleicht sein, dass ich gerade voll falsch laufe, aber ich mache es trotzdem, denn ich kann dadurch sehen, wo lange ich wirklich gehen muss. Und auf diesem Wege war ich noch nie. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, dann wieder zurück. Wettlauf mit der Zeit. Gut, wir sehen uns vielleicht bei einer nächsten Folge, wenn ich natürlich Cedric gefunden habe. Denn der scheint wohl möglich ganz schön raffiniert zu sein. Und vielleicht habe ich ja sogar die Spur verloren. Aber das sehen wir alles in der nächsten Episode bei Let's Play The Witcher 2.